Hallo zusammen, wir spielen das Spiel Adore. Zu Deutsch anbeten, verehren. Kostet 12,50 Euro in Steam. Ist also im relativ mittleren Bereich für Unity. Ist wieder ein Unity-Spiel. Diesmal auf Diablo-like. Ja, schauen wir es uns an. Okay, die Steuerung WASD die funktioniert schon mal nicht. Man muss sich mit rechter Maustaste bewegen. Okay, von der Grafik her diesmal würde ich eher sogar auf... was? Anfangen? Ich habe einen Mekra gefangen. Cool. Okay. Aha, man fängt die Viecher ein und kann sie dann summonen. Aha, die ganz primitiv. Die laufen einfach nur dorthin und. Ah, man kann die steuern, wenn man drauf bleibt. Ich weiß noch nicht, ob das sinnvoll ist. Okay. Kann man das anfangen? Ne, kann man nicht. Aber wir können es angreifen lassen. Okay. Wir sind also so ein kleiner, schwacher Magier, der mit seinen Pets das macht. Anbeten-Tempel, okay. Adore, ja, ich bete und... Nun? Ah, ich kann was bekommen. Okay, man kann die also quasi skillen, diese Viecher. Also, die WASD hätte ich nicht geschadet, aber da haben sie wohl die Steuerung verkackt. Gut. Wir können es recallen. Wir können es also auch zurückrufen, sollte es denn notwendig sein. Okay. Ich kann gar nicht angreifen, anscheinend. So, wir müssen mit diesen Viechern arbeiten. Okay. Keine Ahnung, wir haben die Auswahl zwischen Stamina und Leben. Dann nehmen wir Leben am Anfang, ist sicher schlauer. Okay. Wie, das war schon wieder. So. Okay. Was ist das hier? Halten zum Anbeten. Aha. Ist das gleiche Vieh nochmal? Okay.
Kann ich das hier irgendwie heilen? Scheinbar nicht. Das wäre zwar logisch gewesen, aber scheinbar sind die Viecher nur zum Verheizen gedacht. Okay. Scheinbar ist das aber auch nicht sonderlich wichtig, ob die Viecher kämpfen können oder nicht. Okay, wir laufen hier scheinbar sinnlos diesen Maps entlang. Wegen was auch immer. Man sieht hier auch wieder die klassische Instanzierung à la Unity, damit die Leistung nicht zu hoch geht, weil das verkraftet die Engine wieder nicht, die ist zu beschissen dafür. Ja, okay, was haben wir hier? Wir können hier die Essenz wieder einnehmen, ja, von mir aus leben. Ich werde zwar eh nicht getroffen mit den Viechern, aber ja, passt eh. Ja. Wir sollen anscheinend wieder dort, wo wir hergekommen sind, zurückgehen. Zumindest hat das mit dem Viechern angreifen einigermaßen hin. Auch wenn es total sinnlos ist. Ja, probieren wir es mal. Ja, total hirnfrei. Das ist sowas von sinnlos hier. Was ist das hier? Ein Chess-Key von mir aus. Ja, okay, wir haben jetzt hier Auswahl zwischen Levels. Ich nehme jetzt einfach irgendwas. Ich muss sehen, was ich hier sehe, ist eigentlich ein Pokémon für Arme. Okay, ich bin gestorben. Wegen einem Vieh, das, ja. Was? Saved? Ja, von mir aus wurscht. Ja, scheißegal. Ah. Wenn man stirbt, fangen wir wieder von vorne an. Scheinbar bin ich aber nicht wegen Kampf gestorben, sondern aus Szenario. Das war so vorgesehen. Bla 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 bla. Ja, im Kurzen, es gibt jetzt so einen, den man anbeten müssen. Weil er ja so viel besser ist. Ah, jetzt können wir sie doch heilen. Von mir aus. Unlock Creature von. Was? Unlock one creature before using this tree. Okay, wir müssen erst ein Tier freischalten, das haben wir doch. Okay. Aha. Was soll man da machen mit dem Viech? E halten zum Reinigen. Können wir nicht. F drücken geht auch nicht. Okay, wir sollen hier einen Händler finden, der irgendwo rumlatschen soll. Vielleicht hier? Ne. Die Kamera ist fixiert, wir können auch nicht drehen.
Schalte eine Kreatur frei, ja, okay, dann schalten wir die frei und ich tu dich. Keine Ahnung, gib mir irgendeins. Ah, jetzt geht's auf einmal doch. Aha, ja. Okay, du Viech, du. Komm mit. Eine Queen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den ausgewählt habe. Ich glaube eher nicht. Nein. Nehmen wir die beiden mal mit. So. Und nun? Also dieses, das hat echt überhaupt gar keinen Luck. Das ist so dermaßen easy und idiotisch, wie klein die Welten sind. Das hier noch. Ah, das haben wir eh vorher geholt. Also wir haben das ist schon wieder geklärt, diese Mountain, das ist, also diesen Berg hier. Das ist irgendwie schon. Irgendwie ziemlich witzlos alles. Unser komisch anmutendes Eichhörnchen ist wirklich für ein Hugo. Ja, und schon wieder geklärt, also das ist. Weiß nicht, was haben sie sich dabei gedacht? Das ist irgendwie alles. Spaß ist anders. Offensichtlich soll man hier irgendwelche Viecher möglicherweise finden können. Die Verseuchten hier kann man nicht einfangen, die muss man einfach nur umhauen. Also was so richtig überhaupt gar keinen Spaß macht. Also ungefähr die Richtung zielen, Viech beschwören, das war's. Mehr gibt's hier nicht mehr. Ja, das ist absolut für einen Hugo hier. Also
Wow, wir haben es wieder geschafft. Wir sind so gut. Selbst das Einsammeln der Power-Ups ist einfach nur, ja, dämlich. Gott, wenigstens funktioniert das Teleportieren, dass es nur halb so nervig ist. So. Natürlich auch schön, neben dem Viech zu spawnen. Also ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Ich meine, selbst wenn man es schon mal schafft, das Level abgeschlossen nervt. Also das ist ja eine eigene Kunst schon für sich dann. Oh. Hat sie wieder mal zerlegt. Okay. Müssen wir jetzt sagen, ich muss die jetzt ablegen, damit sie heilen? Ach, Halleluja. Nehmen wir den mit, rücken wir den auf Heilung, weil es eh total wurscht ist. Wir brauchen wieder mehr Fragmente. Na dann. So grinden wir uns jetzt durch, oder wie? Wäre das jetzt der Sinn, dass wir jetzt hier durchgrinden? Ich habe keine Idee, was will das von mir? Genau, wie dieser Schlüssel, was ich gefunden habe für die Kiste. Ich habe Schlüssel, aber wozu? Was? Ach ja. Gehen mit rechter Maustaste ist auch, also nein, 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 nein. Ja. Das ist so dämlich. Wow, abgeschlossen, so toll. Ne, ne, ne. Hat er nicht vorher irgendwie Wasser gespuckt und jetzt ist er nicht mehr da? Für mich erschließt sich die Logik dieses Spiels nicht ganz. So, dann geht eh nichts mehr. Ach so, weil das Vieh wieder zurückgekehrt ist. Ach du Scheiße.
Es ist auch irgendwie, warum kehrt das Vieh einfach so zurück? Das ist. Ja, nehmen wir den mit. Das. Schwein. Ja, von mir aus verpiss dich. Ja. Ich nehme mal an, da ist der Händler. Schön ist auch, dass man überhaupt nicht raussieht, ob das der eine oder die anderen Viecher sind. Da zum Beispiel, ich werde jetzt hier getroffen von keiner weiß was. Ja, und Area clear, für nix und wieder nix. Das ist. So, wenn die Energie zurückgeht, wird das Vieh verwundet ist. Mann, was ist das für eine Scheiße? Man ist sowas Dämliches aber auch. Nee, nee, nee.
Nee, nee, nee. So wie dieses Spiel ist, also nehmen und in die Tonne schmeißen und nochmal von vorne anfangen. Das Konzept ist eine Katastrophe. Für dieses Gebe auch noch Geld verlangen, ist eine Frechheit. Wie kommt ihr auf die Idee, dass einer auch nur einen Cent dafür zahlen würde? 12,50 € ist das Ding nicht wert. Schmeißt es weg und spielt lieber Digimon Online oder solche Sachen oder kauft euch Pokémon um das Geld. Einen halben Teil bekommt man auch billiger. Weil das ist definitiv einfach nur ein billiger Abklatsch. Miserabel programmiert. Idiotische Genie hat konzeptionell nur Fehler. Einfach weg damit.